So, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück. So, keeping this Tipo thing floating in the air like that? Who knows? Sheer talent, I guess. Wo war ich? Hey, Tales of Zillia war ich, glaube ich, ne? Ja, willkommen zurück bei Tales of Zillia, bevor ich von Elven unterbrochen wurde. Ich will jetzt hier raus. Weil ich will jetzt über die Sabranstraße. Eigentlich ist es ja ein neues Gebiet und eigentlich will ich hier wieder. Looks like our wanted poster is making the rounds at the Sea Haven. Hmm. Does this sort of thing actually work? You tore it down? Yes, but I can't imagine a poster like this will give us any trouble. Do humans have a different sense of aesthetics than I do? Well, anyway, Mila tore it down, so we should be safe here, right? That'll never work. Keep tearing them down and they'll keep putting them right back up. Mila? It's nothing. Alvin's right. Even with this terrible likeness, we can't afford to take chances. We should move on. All right. Given enough time, they might manage to make a replacement key as well. We need to hurry. Okay. Da leuchtet Stuff. Oder auch nicht. Military checkpoint. They knew things were too easy. What'll we do? Well, hey! What's over yonder? That's the Deepwood. If we can hike our way through there, we'll come out right near Sherrilton. Then our path is clear. It won't be easy going. What about Elise? You knew she'd face risks on this journey. I'm fine, really. I can go with you. Don't argue, you guys. You're pals, remember? Elise. The girl has agreed. So this matter is no longer open to debate. So ist das. Ich würde vorher den Stuff hier einsammeln. So, das heißt, endlich mal wieder ein Dungeon. Ich freue mich. Weil, muss ehrlich gestehen, die Dungeons auf Tales of aus der Tales of Serie waren immer sehr gut gemacht. You seem to know a lot about this area. Never actually been in the Deepwood before. Out of our way. Okay. Oh, strike. Strike. Burn. Was ist da denn los? Wieso macht die nicht mehr richtig? Okay, Fireball ist es nicht, aber ich frag mich gerade, was dich so bewegt, dass du so. Ja, Elven Level Up. Kann man ja gleich mal machen. Ich weiß, dass ich gerade auch Elven Rüde unterbrochen habe, aber. Echt jetzt schon? Krass. Was ist das denn, was da hinten rumfliegt? Krass. Warte mal. Gut. Ja.
So, speichern wir nochmal in Ruhe, dann können wir loslegen in den Tiefwald. Quite a dense forest. Let's try to stick together, okay? What was that? Was it warning us, maybe? Well, Mila certainly seems unfazed. Oh, I see a way through! Hurry up, you two! Great, even the Spud is getting gutsy. Let's go. So, hier durch? Kriechen, okay. I'm not so good with these tight passages. Must be this astonishing physique of mine getting in the way. Sagen sie alle. That thing's got reach. It can hit all of us with ease. This could pose a problem. Elise, keep your distance. We can't look after you and fight at the same time. Stay back. Jude! Damn it. I can help. You healed us? Glad you brought us along now, huh? Our wounds are healed. Did Elise do this? Stay back, it's dangerous. But wait, hold on. I can help. Ja, jetzt haben wir endlich auch sie als Heilerin. Das ist super. Also beziehungsweise, ich weiß nicht, heilt sie oder sie ist sowohl Heilerin als auch. Imagine a little girl wielding arts like that. Elise, you saved us. It's okay, Elise. There's nothing to be scared of anymore. That's not it. You two need to make up. Pals need to stick together. I promise I won't get in your way again. Honest. You heard the little lady. Now make nice with Jude here for Elise's sake. Make nice? It's not like I'm angry or anything. That's not how it looks to me. You were getting along better before. I'll do my best, okay? Why do I suddenly feel like the villain here? Fine, all is forgiven. And hey, don't you have something to say to Elise? Sorry for making you worry. And thank you. This is some serious friendship stuff right here! Level 99 on the friendship meter! Elise's arts could really help us in a pinch, don't you think so? Agreed. Thank you, Elise. I'm counting on you. Sally forth, pals!
What luck. Never expected a channeler like her to be along for the ride. Oh, jetzt können wir auch. Jetzt lohnt sich das Kämpfen. Weil jetzt kann ich auch in Ruhe. Na? Kann ich nämlich in Ruhe Elise mitleveln und. Jetzt hat's auch Sinn, sagen wir es mal so. Wenn hier überhaupt Monster kommen, ich kann es euch nicht versprechen. Ach, da ist eins. Hm, okay. Lol, die macht echt den Powerhammer. Wie gut, ey. Das heißt, sie hat First Aid. Au. I will fulfill my mission, no matter what happens. I'm right there with you. So, ich muss also mal gucken, wie es bei ihr jetzt aussieht mit der Liliumkugel. Wahrscheinlich hat sie eine komplett nicht ausgebaute Liliumkugel. Oha, Alter, hat die viele Punkte. Entschuldigung, entschuldigt. Weil, you know. Achso. Dann muss ich jetzt mal hier alles ausbauen. Damit sie wenigstens rankommt. Ich habe, glaube ich, ein bisschen zu überlevelt, oder? Nicht sicher. Nee, ist schon gut so. Zumal das Leveln hier ja noch echt einfach geht. Das dauert jetzt einen kleinen Moment und es ist echt nicht viel zu erzählen, finde ich jeweils. Yeah! Die nächste Stufe. Da unten ist eine richtige Lilie drin, die sich dann ausbreitet. Das ist voll toll. Ich weiß, ich finde das super. Welches Level ist sie eigentlich? Warte mal. Wir gehen mal kurz raus. Sie ist 16. Sie ist also genauso hoch wie Jade und na, komme ich gleich drauf. Wie Jade und Mila. Sollte ich noch einmal mit rumkommen. Ja, könnte eng werden, aber schaffe ich, glaube ich, noch. Ich mache auch wirklich, ich mache halt wirklich das Roundhouse-Leveling. Eigentlich könnte ich mich, ja, ich könnte mich in eine spezielle Ecke entwickeln. Ich weiß, ich weiß. Ich könnte schon mehr da rausholen jetzt, aber wenn ihr mich fragt, und das tut ihr sicherlich, wenn ich mit euch rede, da, das will ich haben. Dann sage ich euch mit nahezu absolutem Verständnis, dass ich gerne meine Charakter ausgeglichen im Kreislevel, wie ihr hier gerade seht. Und damit sollte sie so sein wie Jade. Ne, Jade hat hier unten noch. Ah, okay, ich habe hier unten angefangen bei Jade. Bei ihr habe ich hier oben angefangen. Ah.
Aber im Endeffekt, es kommt doch selber hinaus. Gut. Heilen das Medium. One step closer to adulthood! Tipo! Don't say that so loud. You're embarrassing me. Die ist voll cute. Ohne Witze, ich hab... Die gute Elise ist ja super. Das wusste ich gar nicht, dass sie so cute ist. Ohne Witze, die ist voll lustig. Okay. Da ist eine Truhe. Erzähl mir nicht, dass ich hier falsch bin. Und ich bin hier falsch. Gut, also hat sich der Weg doch gelohnt für mich, weil ich herausgefunden habe, dass ich hier falsch bin. So. Look out, guys. There are little bugs everywhere. Ja. I wonder if Mila gets bitten a lot in that outfit. You didn't know. She swats the bugs away with her hair. Wow, like the tail of a cow. Don't compare my crowning glory to the tail of a cow. Crowning glory? I didn't expect such vanity from the Lord of Spirits. Sylph styled my hair for me. He said, you're in human form, so you need to take care of your appearance. You have the great spirit of wind style your hair? That's incredible! Yes, I'm quite fond of it. If I swing it around quickly, I can distract a foe between attacks. So you do swish it like a cow. What? Okay, ich hab's gerade noch gesehen. Es ist Zeit, diese Folge zu beenden. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeguckt habt. Und ich werde mich beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, weiter verlaufen. Wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.